Herr Kuch, wollen Sie vielleicht mal aushusten zuerst? Ja. Der U-Ausschuss, weder der U-Ausschuss noch die Staatsanwaltschaft haben brisantes Material, was Sie und was News hat, nämlich 200.000 E-Mails aus dem Telekom-Umfeld, die zeigen, dass auch die ÖVP in dieses Spiel offenbar verstrickt ist. Sie haben diese E-Mails mitgebracht auf Ihrem Computer. Was ist denn da zu sehen? Vielleicht können Sie uns so kurz schildern. Es sind ungefähr 200.000 E-Mails vom Zeitraum 2002 bis fast in die aktuelle Zeit. Im Wesentlichen bis hin zur dritten, vierten Management-Ebene. Und man kann da, es gewährt einmal einen tiefen Einblick in das Innenleben dieses Konzerns und vor allem auch einen Einblick dahin, wie man, wenn ich es mal salopp formulieren darf, mit der Politik packelt. Diese Daten sind mittlerweile indiziert, das heißt, ich kann sie in der Volltextsuche durchsuchen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mal eingeben, diese Mails, die ich heute veröffentlicht habe, ÖVP und Zusage als Suchbegriff, dann gehen wir auf den Herrn Fischer. Und dann sehen wir beispielsweise dieses Mail vom November 2007, wo es um die 100.000 Euro geht, die wir über den Lobbyisten Peter Hochecker an die ÖVP-Bundespartei abgewickelt werden sollen, beziehungsweise zugesagt wurden. Mhm. Und das kann man natürlich mit allen möglichen Suchbegriffen machen. Ich mache vielleicht einmal, was sehr exemplarisch ist, für diese Selbstbedienungsmentalität, gemein ÖVP und Linz. Es gab einen Stadtparteisekretär, ganz kurz nur, der wenige Tage vor Weihnachten, also zwei Tage vor Weihnachten, so eine Art Wunschbrief schreibt, wie ihn vielleicht sonst meine Tochter ans Christkind schreibt. Der sagt, wir bauen da eine Wahlzentrale, wir brauchen 5 Internetanschlüsse, 5 Telefonanschlüsse, 5 Telefone, einen Flachbildschirm, Motto, je größer, desto besser, aber mindestens 100 cm in der Diagonale. Bitte und danke, dein Beutel. Und das geht direkt an den Büroleiter des Vorstands, der schreibt dann an den Vorstand, wir geben zwar keine Politinserate, die schreiben uns immer Schnorrbriefe, aber ich habe ihnen damals versprochen, wenn sie Infrastruktur brauchen, dann helfen wir gerne. Und im Übrigen können wir das dann auch dem Landeshauptmann dort kommunizieren, den man ja sowieso braucht für die Firma Lee West, was ein Kommunikationsunternehmen im Raum Oberösterreich ist. Jetzt haben diese E-Mails im Moment nur Sie. Der U-Ausschuss hat die E-Mails nicht, die Staatsanwaltschaft hat die E-Mails nicht. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage, die man an die Telekom richten sollte oder an das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung. Ich für mich habe nach Rücksprache mit meinem Anwalt entschieden, dass ich diese E-Mails der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen werde. Ich gehe dann davon aus, dass die Staatsanwaltschaft das ohne Ermittlungen zu gefährden auch dem U-Ausschuss zur Verfügung steht. Und die Intention von uns ist ganz einfach die, damit wir Basis haben, damit sie wissen, von was sie reden, dann kann man das ja mal abgleichen, diese E-Mails mit den bisherigen Aussagen im U-Ausschuss und den bisherigen Aussagen bei den Ermittlungen vor der Staatsanwaltschaft. Werden die E-Mails dann schon morgen im U-Ausschuss verwendet werden? Nein, das wird sich nicht ausgehen, weil ich sie morgen erst der Staatsanwaltschaft gebe. Okay, aber dann für die nächsten Sitzungen. Ja. Herr Bosch, wie hat man denn im U-Ausschuss auf diese E-Mails reagiert, außer dass man den Telekom-Chef Hannes Ametsreiter für heute vorladen wird? Das war natürlich die schärfste Reaktion. Die meisten Abgeordneten waren verständlicherweise beleidigt und rätseln, wie das passieren kann, dass eben weder die Justiz noch der Ausschuss diese Akten, diese E-Mails haben, zumal ja die Telekom versprochen hat, dass sie mit den Behörden sowohl der Justiz als auch dem Parlament zusammenarbeitet. Der Herr Ametsreiter wird das morgen erklären müssen. Herr Kuch, glauben Sie, Sie haben diese 200.000 E-Mails jetzt nicht alle gelesen, aber zumindest den Großteil überflogen. Was wird denn da für den Herrn Ametsreiter morgen noch herauskommen? Wird da noch was aufgedeckt werden? Na, aufgedeckt wird noch sehr viel. Ob er es morgen schon erzählt, ist eine andere Geschichte. Aber ich sage mal, was wir jetzt bei der ÖVP gesehen haben, das gibt es auch bei anderen Parteien. Wir werden über Themen reden wie Mobilcom, wir werden über, ich würde sagen, millionenschwere Beraterverträge offshore reden. Wir werden über Ostakquisitionen des Unternehmens reden. Die ganze Bandbreite, wenn Sie sie jetzt vergegenwärtigen, wir sind ja erst so ein kleines Stückchen von der Telekom aus einem sehr kleinen Zeitraum und diese E-Mails umfassen 10 Jahre. Und die Menschen haben da sehr offen miteinander kommuniziert, fast so, als würden sie an einem Wirtshaustisch stehen. Und diese Offenheit, die rächt sie halt. Also manche Menschen bekommen jetzt einen Vorgeschmack, wie das so ist mit Vorratsdatenspeicherung. Da holen dann einmal eine E-Mail ein, das 5 oder 6 Jahre alt ist. Sie waren ja schon immer der Aufdecker der Nation, haben das letztes Jahr. Dann nach ihm waren Sie es, haben letztes Jahr auch ein Buch herausgebracht, Das Land der Diebe.
ich nehme mal an, diese 200.000 E-Mails haben Sie jetzt nicht überrascht. Also es hat Sie nicht überrascht, was Sie darin gelesen haben. Ich frage mich nur, weil Sie schon die Vorratsdatenspeicherung angesprochen haben, wie kann man denn so naiv oder so blöd sein, dass man das wirklich alles in die Mails hineinschreibt? Das müssen Sie die Betroffenen fragen, was sie dabei geritten hat. Mir ärgert ja nicht die Naivität, dass man das niederschreibt. Und mich überrascht das auch nicht, dass es in Wahrheit genauso schlimm ist. Man sagt immer, so stellt sich das der kleine Maxi vor. Dann hat man diese Mails, liest sie und sagt, Wahnsinn, das ist ja wirklich so. Ganz plump. Aber was mich wirklich ärgert, ist diese Unverfrorenheit, mit der man vorgeht. Also das Gespür ist völlig verloren gegangen, was ist noch möglich und was nicht. Und die Hauptschuld daran trägt unser Parteigesetz, das in der zivilisierten westlichen Welt einzigartig ist. Es gibt keine Kontrolle, es erlaubt Spenden aus dem Ausland, es erlaubt anonyme Spenden. Es gibt keine Sanktionen, wenn man gegen das Gesetz verstoßt. In Wahrheit ist es ein Freifahrtschein zur Parteienfinanzierung. Und man kann dann auch sagen, das ist alles nicht illegal, richtig, weil sie in Österreich legalisiert ist. Und das ist ein Armutszeugnis für dieses Land. Herr Bursch, können Sie uns ein Resümee ziehen, eine Zwischenbilanz geben über die bisherigen Tage im Korruptionsausschuss? Also das Sittenbild ist in der Tat ein verheerendes. Und wir stehen ja erst am Anfang auch des gesamten Ausschusses. Der hat ja 6 verschiedene Themen und jetzt stehen wir am Anfang der Telekom-Affäre. Und auf der einen Seite sieht man eben, wie ein Gesetz entsteht. Da hat die Telekom einen Vorschlag gemacht. Der Bürochef des Ministers geht zum Sektionschef, sagt, das gefällt mir gut. Der Minister sagt wieder, ja, ein Bürochef kann ja gar keine Weisung erteilen. Also so entstehen einmal Gesetze und dann fließt Geld. Da sagt ein Agenturchef, wir haben 700.000 Euro weiter transferiert. Ein Ex-Minister bekommt für eine Sekretärin, die Beratungen macht, von denen sie selber sagt, na ja, wofür, weiß ich nicht so recht, 250.000, 260.000 Euro. Heute haben wir gehört, 240.000 Euro für den BZÖ-Wahlkampf, wo keiner so recht weiß, wohin die gegangen sind. Also, und da stehen wir erst am Anfang. Und ich denke, da bin ich einer Meinung mit dem Kollegen, da wird es noch viele Überraschungen und spannende Ausschusstage geben. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ja? Vielen Dank, Herr Bursch, für den Besuch im Studio. Herr Kuch, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Mails gezeigt haben. Ich bin schon gespannt, was da noch alles veröffentlicht wird und was wir da noch alles erfahren. Danke für den Besuch im Studio.